Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, Where's UK? Ich weiß endlich, wie die Mod richtig heißt. Wir sind nämlich gerade wieder im Sonntagstream, im Live-LP und wir haben den Entwickler mit im Stream und der hat nämlich uns ja gerade erklärt, die Mod heißt Where's UK? Also keine Spekulation mehr, wie die Mod heißen könnte. Finde ich natürlich sehr gut. So, wir haben 14 Uhr, Tag 14 und es geht bald los. Ich habe noch ein bisschen Stacheldraht, den ich verwenden kann, aber da habe ich glaube ich jetzt gerade keinen Nutzen mehr für. Deswegen packe ich den mal jetzt schnell in die Kiste. Den Bogen, den packen wir auch hier drauf. Da können wir schon mal die Sprengpfeile einladen. Dann können wir das Ding mal ausprobieren. Oh! Schauen wir uns das Ding mal an, aber ich glaube, der Blockschaden ist gering. Nice. Hört man nicht. Mal gucken hier unten. Ah, man sieht's, man hört's aber nicht. Alles klar, alles klar. Okay. Ja, wir haben alles soweit aktualisiert. Wenn ich jetzt immer das Licht ausmache, dann seht ihr auch, hier ist soweit alles vom Upgrade betroffen. Wir müssen noch die Woodframes rausnehmen, damit die Zombies auch Schaden nehmen. Ansonsten sind wir da eigentlich ganz gut aufgestellt. Die beiden Geschütze, die können wir nochmal nachladen. Nochmal neu auffüllen. Okay. Nicht schießen. Und here we go. So, jetzt machen wir noch das andere Geschütz voll. Okay, das müsste es gewesen sein. So, ich habe auch die Decke nochmal aktualisiert. Hier ist noch ein Block, sehe ich gerade nicht abgedatet. Jetzt haben wir sie alle. Okay. Das ist alles aktualisiert. Langfristig müssten wir noch den Boden aus Eisen machen, aber das kriegen wir dann demnächst hin. Da werden wir alles noch updaten und ein bisschen Farbe müssen wir ins Spiel bringen. Aber erstmal ist die Horde wichtig. So. Hier haben wir noch ein bisschen Iron. Was haben wir hier noch drin? Da können wir auch noch ein bisschen aufteilen, oder? So, schmilzt schneller. Hier muss noch ein bisschen Brennmaterial rein. Jetzt haben wir wieder genügend Zeit. So, eine neue Waffe ist in der 301. Also, der Entwickler hat auch gesagt, er ist jetzt am Ende. Die Version 301 ist die letzte Version. Dann kommt nur noch Bugfixing. Aber soweit ist er mit der Mod für die Alpha 18 soweit okay. Und die wird auch für die Alpha 19 angepasst werden, wenn es denn soweit ist. Die Waffe, das ist die neueste Waffe, die reingekommen ist. Eine vollautomatische Glock. Die braucht aber CNC Handguns Required. Das müsste eins von den beiden hier sein. Und das müsste hier wahrscheinlich drin sein, oder? CNC. Das brauchen wir. Genau, aber ich glaube, das stellen wir an der normalen Werkbank her. Meine ich. CNC Handguns. Favorite. Was brauchen wir denn da? Wir brauchen Mechanical Parts und Federn. Das dürfte kein Problem sein. Federn, Mechanical Parts. Favorite. Craft. 25 Sekunden sollte auch kein Problem sein. Derweil können wir unsere Chemiestation gucken. Haben wir noch ein bisschen was zum Upgraden da. Okay, das läuft jetzt durch. Warten wir das noch ab. Aber uns fehlt sowieso hier der ganze Stahl, ne? Wir brauchen hier noch ein bisschen mehr Stahl. Wie viel haben wir denn? Immer noch 1000 raus? 100. 1000 wäre schön. 100 sind so ein bisschen viel. Okay, dann können wir hier noch updaten. Ich überlege gerade, ob wir die Spitzen updaten. Aber ich glaube, die sind schon, ne? Da brauchen wir jetzt die andere Polierpaste. Die sind schon auf dem Maximum. Dann gucken wir uns die Rampe nochmal an, weil dann den Teil sollten sie auf jeden Fall nicht zerstören. Den Boden haben wir schon. Machen wir die Decke noch. Out of Polierpaste. Okay. Licht sollten wir hier reinkriegen. Das müssten wir alles sehen. Da habe ich einen kleinen Schaden verursacht. Das können wir wieder aktualisieren.
Die Dinger nehmen wir wieder raus, die Woodframes, wenn die Zombies kommen. Ja, im Prinzip müssen wir alles noch updaten, aber da haben wir jetzt nicht genügend Stahl. Das ist Quatsch. So, Waffen habe ich aktualisiert. Wir haben den Common Bow, der sprengt jetzt auch. Kann ich euch hier zeigen. Boom, da unten ist eingeschlagen. Aber der Blockschaden von den Explosionen ist sowieso niedrig, das heißt, das ist eher nur was für die Zombies. Hier können wir gucken, ob wir das noch aktualisieren. Und jetzt müsste das... Oh Mann, den Bogen lebe ich mal lieber aus der Hand. Safety first. Zack. Okay, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen 10 Duct Tape und 50 Polymer. Out of Duct Tape. Machen wir gleich Neues. Und 50 Polymer. Wo haben wir das Polymer rein? Da. Here we go. Raft. So, 1 Minute 20, dann haben wir das. So, dann machen wir noch Duct Tape. Okay. Dann haben wir hier wieder auf Tasche. Das ist nice. Und Polymer hier rein. Das wieder rein. Ich weiß gar nicht, wo ich Kohle und sowas rein hatte. Habe ich das hier rein? Wir packen es mal hier einfach rein. Die arbeiten nicht. Dann machen wir den Sand hier rein. Dann haben wir jetzt die Taschen auch ein bisschen leer. Okay, das Gun Oil können wir hier drüben reinmachen. Die Federn wieder rein. Okay. Yep. So, dann schauen wir doch mal. Also, in die Schrotze haben wir die Slugs geladen. Die AK ist bestückt mit Ammo-Piercing-Munition. Der Bogen ist bestückt. Wir haben... Kits dabei. Essen. Das sollten wir gerade nochmal angehen. Was haben wir noch zu essen? Wir können uns ein paar Konserven reinziehen. Wo sind wir denn? Was waren, ich glaube, bis 200 ging es hoch. Und was zu trinken? Bier. Ja, wir können auch in der Hortennacht erstmal Bier trinken. Hier oben ist noch Munition. Hä? Hä? Wieso habe ich Munition? Ich glaube, da hat es wieder die Item-IDs verschoben. Weil hier ist auch First Aid Bandage, Cooking Pot, Beaker. Also da muss ich nochmal aufräumen. Das ist wahrscheinlich durch das letzte Update gekommen. Da gab es halt ein großes finales Update für die 301 und dadurch hat sich das alles ein bisschen verschoben von der Item-ID, aber das ist okay. Okay. Hier, Glock. Was braucht die? Die braucht 9mm oder was? Was ist das für Ammo? Probieren wir es mal mit 9mm. Ja. Nice. Also das Waffenmodell sieht echt cool aus. Oder? Nice. I like. Da müssen wir noch ein Magazin-Extension drin haben. Was ist das hier? Nee, hier gibt es keine Add-ons, oder? Barrel Parts. Die Vulkan will ich auf jeden Fall sehen. Die Vulkan hier, diese Gatling, da habe ich richtig Bock drauf. Okay, oder ist das in der Munitionsbank? Nee, das ist reine Ammo. Nee. AD? Mac? Wie kriegt man denn Erweiterungsteile? Gute Frage, ne? AD Dart Trap. Die Dart Traps brauchen wir später auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Nee.
Magazine Extender Mod. Ah, here we go. Und D-Shirt und Drum Magazine. Das ist natürlich noch das bessere Teil. Okay, was brauchen wir denn? Fünfmal Klebeband? Nein, wir brauchen Kleber. Fug. Magazin und Springs. Wir brauchen Kleber. Wir brauchen stinknormalen Kleber. Nein. Haben wir noch Knochen? Haben wir noch? Ja. Okay. Okay, Glue. I'm glued, I'm dead, I'm die. So. Dann packen wir die Knochen zurück. Wie viel brauchen wir? Ich weiß es nicht mehr. 5 waren es, glaube ich, ne? Mag Extender. Craft. Die können wir eigentlich auch in die Schrotze bauen, oder? In der AK haben wir, glaube ich, eine drin. Ja. Und hier mal Double Barrel und Dings. Oder in die Pistole. Ich meine, Pistole macht sie mehr Sinn, weil sie innerhalb kürzester Zeit das Zeug losballert. Wir gucken mal. Ich habe im Inventar 87 Kleber. Nein, ich habe Klebeband draus gemacht. So, 15 Sekunden. Hallo Gott, kannst du mich hören? Die heilige Zombie-Nacht bricht an. Der Himmel wird bald rot. So, komm. Here we go. Modify. Zack. Complete. So, Start. 32 Schuss. Nice. Okay. So, also wir sind gut gerüstet. Und werden uns hier die Medpacks mal hier vorne hinziehen. So. Was zu trinken noch. Aber wir testen mal kurz. Boah, das ist schon... Das ist schon nice. Das ist schon eine schöne Pistole. Gut, dann trinken wir noch ein bisschen was. Wir hauen uns hier noch eine Konserve rein. Wasser. Vielleicht kommen wir noch auf 200, dann müsste das eigentlich gehen. So, ein bisschen satt fressen hier. Dann können wir die. Ja. Können wir den Kram hier schon mal einsortieren. Werkzeuge, die Wrench können wir schon mal wegpacken. Die brauchen wir wirklich nicht hier im Inventar. Haben wir sonst noch einen sinnlosen Kram? Den ganzen Baukram können wir wegpacken. Und die Dollars. Die brauchen wir auch nicht. Ich würde gerne wissen, ob die Hollow Point, ob die Holzspitzgeschosse auch wirklich... Ob es eventuell so ein... Ja. Okay, dann nehmen wir uns noch ein bisschen Vitamine, Antibiotika haben wir noch und ein bisschen was zum Nachheilen. Und vielleicht noch ein oder zwei Verbände, aber es dürfte eigentlich nicht viel passieren. So, here we go. Noch was zu futtern. Wie weit sind wir vom Essen und vom Trinken? Miau. Bisschen Katzenfutter. Okay, wir sind gleich bei 200. Das ist gut. Und Trinken kriegen wir auch auf 200. So, noch einen, oder? Batsch. So. Okay. Die Regie sagt gerade, die Cola gibt Fernkampf.
Max Health, Stamina Regen, Run Speed. Und die hier? Run Speed, Stamina Regen, Brawling Damage. 500. Round 1. Fight. Klingt gut. So, ich freue mich schon sehr auf die Horde. 9-1. Yo. So. Alles klar. So, die ziehen wir uns hier unten schon mal rein. Dann das eventuell hin. Repair Kits. Die müssen wir uns hier reinziehen. HD, Shotgun und AK. Okay. Die ist nachgeladen. Die Schrotz ist nachgeladen. Bogen hat eh nur einen Schuss. Und die ist nachgeladen. Bin so aufgeregt. So. Lights on. Woodframes wegmachen. Siehst du, hätte ich fast vergessen. Jetzt abstürzen beim Rüberlaufen. So. Jetzt warten wir einfach, oder? Warten wir einfach auf die Horde. Bin sehr gespannt. Licht an. Spot an. Das dauert noch so lange, oder? Wollen wir noch was vorbereiten in der Nacht? Komm, wir machen ein bisschen. Was haben wir denn hier noch? Das Eisen ist komplett eingeschmolzen. Hier schmilzt nur der Clay ein. Können wir das so ein bisschen aufteilen. Hier ist noch ein bisschen Forged Iron. Das ist gar nicht so schlecht. Das können wir uns eigentlich mal einstecken. Ein bisschen Forged Iron. Falls sie nämlich die Gitter wegschmalzen, die Zombies. Zum Nachreparieren. Und dann nehmen wir uns die hier drauf. Dang, 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 dang. Kleber raus. Okay. Haben wir noch irgendwie 762 Munition? Weil die wird uns mit Sicherheit ausgehen über Nacht. BMG. 50 Cal. Ne, wir haben nur diese Ammo Packs hier noch unten. Warte mal, Arrow Rest. Können wir das Ding hier nicht modifizieren? Arrow Rest. Modify. Complete. Nice. So. Wunderbar. So, noch ein bisschen Eisen zum Nachheilen, wenn hier was kaputt gehen sollte. Okay. Das war alles aktualisiert, ne? Es war kein Holz dazwischen. Nope. 2049. Nice. So. Bumsi und Bumsi sind vollgeladen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Nur noch eine Stunde. Nice. So. So, noch ein bisschen Turret-Ammo. Hat man das hier aktualisiert? Das ist ja alles noch Holz. Aber das, da werden sie eh nicht angreifen, oder? Das haben wir, das haben wir. Zumindest diese auf der normalen Höhe. Dass die alle auf Eisen sind. Dass wir hier nicht durchgeschmolzen werden. Aber das sieht alles gut aus, oder? Yep. Yep. So, jetzt bin ich echt gespannt. 20 Minuten. Wir starten praktisch mit der Horde, wenn praktisch die Folge zu Ende ist. Das ist ja doof. Nein, wir ziehen das durch. Hier gibt es eine extra lange Folge. Jetzt haben wir so lange hier rumgemacht.
40. Okay, hier ist aktualisiert, das ist aktualisiert. Okay. Spitzen sind offen. Ohohoho. Machen wir einen Zweiteiler? So, machen wir es auf jeden Fall nicht. Aua. Ich wollte noch mal ein bisschen Spannung reinbringen. Ich fand es jetzt nicht so. Das war ein Test, ob die Spitzen funktionieren. Nein, das war kein Fail. Das war super. So, mit was fangen wir an zu ballern? AK oder Schrotze? Ich bin ja fast für die Schrotze, da haben wir nämlich mehr Schuss. Und wenn es wirklich eng wird, ne? Wollen wir einen Zweiteiler machen? Wir sind jetzt bei 20 Minuten. Wollen wir das unterteilen? Horde, Finaltag? Nein, wir machen eine extra lange Folge, oder? Machen wir eine extra lange Folge oder machen wir einen Zweiteiler? Wir machen Zweiteiler. Bis gleich.